Widerstand ist zwecklos. Hallo, in diesem Teil über meine Carrera-Rennbahn geht es um den Aufbau der Leitplanken. Speziell für diese langgezogene Kurve, die aus 4 Kurvenradien besteht, baue ich eine Doppelleitplanke. Dafür muss ich als erstes eine Standardleitplanke aufbauen. Die hier verwendeten Teile sind von einem Anlagenrückbau. Da das Leitplankenband zu kurz ist, für die ganze Strecke der Kurve abzudecken, verlängere ich das Band mit einem zweiten Stück. Um die beiden Leitplankenbänder zu verbinden, könnte man jetzt den Verbinder von Carrera nehmen. Ich nehme ein altes Stück von einem Leitplankenband, was kaputt gegangen ist, sind ungefähr 40 mm, und klebe das hinter die Nahtstelle der beiden Bänder. So ergibt das eine dauerhafte Verbindung und man sieht die Trennstelle kaum. So, da jetzt das untere Leitplankenband komplett ist, kann ich mit dem Aufbau der zweiten Reihe beginnen. Dafür nehme ich wieder ein Stück von einer defekten Leitplanke und schneide ca. 60 mm lange Stücke draus. Und diese Teile klebe ich jetzt hinter das untere Leitplankenband. Wenn die angeklebten Teile getrocknet sind, die Klammern entfernt wurden, kann ich das zweite Band dran kleben. Aber zuvor muss ich noch die Endstücke präparieren und festkleben. Dafür nehme ich die Original Carrera Endstücke, schneide den Haken ab und klebe sie dann hinter die Leitplanke. Hier sieht man so einen Befestigungshaken, den ich jetzt abschneiden werde. Und so sieht das Endstück ohne den Verbindungshaken aus. Den oberen Steg habe ich stehen gelassen als Anschlagpunkt für das Ankleben an der Leitplanke. So, jetzt Klebe auftragen, das Endstück an der Leitplanke ausrichten und mit Klammern fixieren. Und wenn jetzt der Kleber getrocknet ist, können die Klammern entfernt werden und das zweite Leitplankenband wird befestigt. Ja, und so sieht jetzt meine doppelte Leitplanke aus. Wir wollten an der Kurve eine doppelte Leitplanke haben, damit keiner von uns in diese Ecke kraxeln muss, wenn das Auto von der Bahn fliegt. Und hier noch ein paar Bilder der Rennbahn mit
den Leitplanken. Soweit so gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.